Ich hatte noch so viele Briefe zu verdienen von Tage. Besonders hier auf den Freitag hoch. Ja, ist sogar ein Brief dabei für den Theobald Freitag. Aber denne ist er wohl 20 Jahre verschollen. Stell dir jetzt für, was die Löhle für Rechnung kriegt. den Enno, den dölzigen Knecht hier von Hof, den kriegt jede Woche Post von Ussi Beate. Ah, seid bloß, ich breche ihm auch ab und zu ein Paket davon. Aber ich löfe, das hätte Beate Use. Was Dorval immer drin ist, vielleicht Ersatzdele für sie einen Trecker. Aber das ist nur auch egal. Bist du nun fertig für von Tage? Ja, liegt's. Es ist noch Freitag und dann können wir direkt noch Gerstgorn ein neues Bier trinken. Nee. Ich werd was voll Besseres. Ich hab von morgen 2 Stunden Frühstücksbau, so wie Ingos in der Lecht. Und ich hab dir auch noch ein Brötchen mitgebracht. Oh, passt fein. Hast du noch was zu trinken, Dubi? Ach, sag mal, aber. Bettchen ist noch drin. Und stell dir jetzt vor, was ich dort im Fenster lesen habe. Ja, was weh ich? Vielleicht, dass es da noch Bierbrötkes gibt? Ah, das war auch noch eine gute Idee für Reinhard und Siebensohn. Nee. Da war es ein Plakat von der Pläsiermeifers geben anschloren. Und nun kommt das Beste. Die habt ihre Vorstellung auf der Jugendburg. Hier wie uns in Gelben, da müssen wir doch hin. Und nun kommt das Allerbeste. Die haben sich die Vorstellung bunt alle gut verkauft. Der wird vorz meinen Schwager anrufen und da habe ich noch 2 Karten für uns. Oh, das ist ja fein. Ja, die gibt ja all über 20 Jahre hier bei uns im Game. Oh, ja, da mit die hin. Und ich glaube, da ist mächtig Arbeit, ne? Mit das Ganze drüben und dran. Ja, so habe ich das auch gehört. Und die Theaterspüller, die haben doch immer mächtig Spaß bei der Probe. Und stell dir es vor, die fangt 6 Monate vorher an, um für das neue Stück zu proben. Und wie heißt das Stück dann, Dütjohr? Dütjohr, ob das Plakat stand, den verschollenen Theobald. Das war ursprünglich ein hochdütsches Stück und der Kacker Bockwinkel hat das für die Pläsiermarkers in hiesige Plattohr sein. Jo, hab ich aber Glück, sonst könnte ich ja gar nichts verstauen. Bruder Hölpe hat so gehört, Löwig, denn den Ralle Häling, den hat die Tapeten angeklebt und den Günther Schröder, der merkt immer die Vorhänge, so fein zurechte. Ja, und achter der Bühne macht Iris Önning und Katrin Nisch die Theaterspülers fein für die Bühne und Rein Stege und Henson Rieten passt, ob, das, ob jeder einen guten Platz im Saal kriegt. Oh, hat den Bernie den Haben die auch immer geholfen? Ja, den hat sich sonst immer um das Lecht und den guten Ton kümmert, aber die ist noch nicht wieder gut zurechte. Die Pläsiermarkers wünscht ihm alles Gute und tut ja den Stefan Schlump in den Sprung. Den kann er auch was. Auf jeden Fall besser als du und ich zusammen. Ja, das glaube ich auch. Aber Seche, ich möchte auch gerne mal ein Köhle Bier trinken. Und das ist ja das Gute. Den netten Damen von der Jugendburg, die sorgt dafür, dass wir in den 2 Pausen von 20 Minuten was Köhle zu trinken kriegt. Ach, trinken! Und wenn er noch nichts gelten ist, er gibt doch was auf Brett. Oh, das hört sich gut an. Weißt du was? Ich bin der Bi. So ein bisschen Klatschwater, das schmeckt mir immer besonders gut.
Darüber freut sich die Theaterschule aus ganz besonders. Und noch Herr Kurvier noch ein Werk geben gehen. Da gibt für jeden Zuschauer irgendwie umsonst, Sponsor von den Christoph Kass. Und die Theatergruppe ist nachher auch dort zu vielen. Ja, weißt du was? Ich träg mich immer und dann können wir losgehen. Oh, ich brauch's. Ein paar Briefe habe ich noch. Oh, für den stellvertretenden Bürgermeister, den Hubert Bürger und seine Frau. Ja, und für den Walter Schwane, für den Ortsvorsteher Walter Schwane und seine Frau. Ja, den Bernd Schoo und seine Frau und für den Pastor Lüke. Aber den bin vernommen, du wirst auch auf der Burg. Dann verdele ich den da. Unbestürzlich. Ja. Nämlich noch auf Sitzung, ja. Oh, und was für eine Sitzung gehst du dann mal? Ja, ob das eine Sitzung. Ah. Ja. Ich hab gedacht, du wirst mich bloß wer die ganze Schwere Arbeit geben. Ach, hör ob, nee. Setti Dane, guten Abend, Wiese. Will ich die Essen neue Frühstück servieren? Hier mit Woste, Käse, leckeren Kaffee. Was auf Mette wie? Ich hab Fettarme. Ja, ja. Das sehe ich was. Aber nee, danke, ich buche keine Milch. Dann ist ja, aber sicher's mal Wurstfreust, dann haben wir Weihnachten. Nee, pass auf, ich will bloß was mit die Bebroten. Bebroten? Ja. Aber du hast doch noch nie nicht was mit mir bebrot. Ja. Mich dies, bist du ja auch zu blöd, um das zu begriffen. Oh, soll das eine Beleidigung werden? Ach nee, Igina, wer will die dann beleidigen? Du sagst mir bloß eine Rot geben. Ich den Rot geben? Ja. Ja, ich will aber keine. Ach, kick es mal. Du bist doch nur alt. Du bist doch alt. So lange. Hier, ja. Wie uns auf dem Hof. Ja, hast du denn da noch ein Rot für mich? Ja. Halt, stopp. Ja. Ich weh ein Rot. Was dann? Ja. Ja? Ein hier ist lieber eine Pulle Bier, anstatt diese brune Miege hier. Gut. Und dann auch noch mit Fettarme. Nee. Ja, wenn du dann bist, dann hal ich dir auch eine Pulle Bier. Ja. Ja. Ja, seh es mal, was ist da mit dir los? Die ist aber nicht krank. Ja, bis für Kotten darfst du mir immer noch verbunden Bier zu trinken. Und dann den Schinken und den Käse und den Obstschnitt. Ja, sowas. Das Gift, das sind's hier bloß an hohe 4 Tage. An ganz hohe 4 Tage, ja. So wie der Namenstag von den Heiligen Eginhard. Aber von da gar keinen Namenstag. So. Ja, sag es mal, Bursfrau, wer lebt dann von da Geburtstag? Tja, denn Wendelin Menker, FIFA, FIFA, Wendelin, ne? Ja, genau, FIFA, FIFA, Wendelin, ne? So, nun nenn dir es ordentlich was. Guten Appetit. Ja, ja. Und neuer, dann gibst du mir wieder die Schwore arbeitet, ne? Nee, Enno. Wie ich dir das als gesagt habe, ich will bloß was mit dir befroten. Kikes,
Du bist doch nur all so lange hier wie mir auf dem Hof. Ja, nächsten Monat wird er 27 Jahre hier. Ja. Ja, sag es mal, willst du ein Jubiläumsfest für mich richten? Nee, aber bedanken will ich mich bald für deine lange Treue. Ja, ja, ja. Und wo blieb das Geschenk? Noch sind die 25 Jahre ja nicht voll, ne? Nee, nee, Enno. Du, ich will aber sagen, dass ich froh bin, dass du hier wie mir bleiben bist, all die Jahre. Ja, und wie du mal sich verloren hast. Ah, das ist doch nicht der Rede wert, bloß vor. Doch, doch, das ist es, weil du. Ich kann die gut lieben, Enno. Ja. Ja. Willst du mir hier rum? Nein, nein, nein! Hör auf! Mach keine Witze! Und selbst wenn ich wollte, ich kann doch auch gar nicht. Das ist ja mein Problem. Wo ist das Problem? Ja, ich bin doch einfach hier rot. Ach ja, mit den Buren, ich weht, ja. Ja. Aber dann ist er für 20 Jahre ein Affen und nie mehr zurückgekommen. Ja. Ist verschollen. Aber wir sind immer noch verheiratet. Und Schwemannsle triffst ja hier in Deutschland noch nicht heben. Nee, nee, das ist aber dämlich. Ja. Aber, Busso, in Arabien, da habt ihr scheiß auf mehrere Weiber. Ja. Enno, wir sind aber nicht in Arabien. Nur sag mir, Leber, wie ich die Sache mit den Helmut Klingler regeln kann. Denn löp mich doch nur all so lange noch. Ja, ja, den Klinger, den klingelt er gerade an. Ja. Und nur helfe mir hier aus Andrach, Mart. Wat? Oh, das finde ich aber nicht gut. Wenn der hier oben aufkommt, dann habe ich nichts mehr zu lachen. Wie, was ist Leber, denn Theo, der wird drübergekommen? Wat? Mein Kerl? Mein Theo? Ja. Nee. Denn will ich nicht mehr Trüge haben. Oh, ich war's aber ne Bunden, Kerl. Aber doch ob, denn ist. Der hätte mich doch hier sitzen lassen. Mit einem kleinen Kind und die ganze volle Arbeit hätte mich hier um den Hof alleine lassen. Ja, aber das Kind ist nur groß und kann für sich selbst sorgen. Ah. Und für 2 Jahre nicht so untrocken nach Münster hin, ja. Und wenn den Buren mehr Trüge geht, dann können die Julia ein Kind bestellen. Nee, Kind bestellen, Enno? Die bestellt man doch nicht einfach so in Internet oder so. Aber hast du keine Ahnung von, ne? Nee, nee, nee. Trotzdem wünsche ich mir, dass den Buren mehr Trüge geben. Hey, komm mir eine Menge Arbeit abnehmen. Das ist es doch gerade, Enno. Hier ist doch für die ganze Arbeit hier weglaufen. Ne, ich will deine nicht mehr Trüge haben. Sag mir lieber, wie ich die Sache mit den Helmut regeln kann. Ich hab ihm doch noch gar nicht erzählt, dass ich noch vor hier rot bin. Ja, stimmt. Ha, denn ist der Norwurf ja übernommen. Ha, da warst denn Buren am Paar ja verschwunden. Ja, ja, ja. Soll ich ihm das dann nur erzählen, dass ich ihm gar nicht hier roten kann? Ja, dann müsst ihn der starben, ja. Und da müsst du eine Witwe. Ja, aber. Eine Witwe, die trifft ihn in Deutschland bei ihr roden. Ja, aber wie soll denn Kerl denn starben, wenn nimm's weht, wo der denn überhaupt ist? Ach, das war's wie mein Vater auch so. Ja? Ja. Hey, verständlicher Wiese und blonden Ranz drauf. Abhauen! Was. Ja, und da darf meine Mutter ihm einfach für tot erklären lassen, ja. Ja, einfach so? Ja, einfach so. Ja, wegen. Sie wollen doch schließlich die Witwenrente haben. Ja. Ja. Ja, und dann nimmst du noch mal wer so eine Knaller hier rot. Ja. Ja. Ja, und sag mal, wie geht das so, Mettert? Für tot verklören? Ach, das ist ganz einfach. Ja? Da pluckst du bloß noch das an, gäm noch den Walter Schwanegold, den Ortsvorsteher, ja. Und der Metter kann für die. Gut, gut. Ach, Enno,
Du bist ja gar nicht so blöd, wie du uns siehst. Ich bin ein schlaues Köpfchen. Ja. Ja. Ich war so auch schließlich auf der Burenakademie. Ja. Ich hab doch gewusst, dass doch schwer die Schuhe gearbeitet ist, Woche. Wenn du mich tut Frühstück an eine Pulle Bier bringst. So schwer ist die Arbeit noch nicht. Und nur seht so, ja, dass du ja, könntest. Aber das soll wenigen. Ach, oh, oh. Ich führ nur Furz noch den Walter Schwane hin, um das alles in die Wege zu leiten. Noch eben als Abschluten. So, da. Die Schoppe noch. So. So. Habt ihr alles für den Walter Schwane gebiet? Oh ja, dritte Frage. Guck noch. Gut. Dann Birke ist Furz. Los. Ja, Kalle, hier hat sich doch gar nichts geändert in den letzten 20 Jahren. Ja, das Hus, den Hof, ach, den Schuppen. Ich hab sogar den Diss, den steht noch so da, als dumm Holz. Ja, und das Frühstück steht auch noch oben, Diss, als dumm Holz. Ja. Ach, du Kalle, meine Anni, die soll sich mal freuen, dass sie wer süd. Ich will sie nächstes Mal in Hus überraschen. Jo, es ist abschlotten. Sie ist ja gar nicht da. Vielleicht ist sie auf Land. Ja, das kann man wissen. Komm, Potti Dale. Hier steht genug Rümpfer, wie Tippelbröt, die ich mache. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, hier wird's. Ja, der Kopf ist auch noch in der Kanne. Ja, und da ist auch noch Schub drin. Ja, nur der Felddienst. Oh. Ja, sag es, Theo, was hast du denn noch? Ja. Ja. Ich bin da zu Hause und hier will ich auch bleiben, hier gibt was zu essen. Auch wenn die eine Frau die gar nicht mehr haben will? Das gibt nicht. Sehr sicher lang auf mein Wort. Weißt du, meine Anni, die hat mich nämlich schrecklich geliefert. Und warum bist du dann eigentlich abhauen? Ach, du, ich war in Panik. Überdachte schwere Arbeit und nachher geplärrt von der Balch, da habe ich die Nerven verloren. Und da was geht andere Wiebenspöl? Ach, du musst noch nicht. Die Rosi habe ich erst später kennengelernt. Die Rosi? Ach, ich bin dummes Moll, ist lange Wiele. Ja, in so eine Barwest. Hörst du mal? Und da stehen sie auch den Tresen. Eine Bardame? Doch, eigentlich nicht. Ja. Sie hat die Arbeit bloß angenommen, um sich ein bisschen Geld zu verdienen. Ja. Ah, so ein junges Ding. Ja, also ich war ja auch noch ein bisschen junger. Ja, und wohl im Saft. Und da bin ich immer noch. Geh an. Mach das. Sind die hin? Voll in Saft. Ja. Und du warst ein junger Familienvater. Ja. Ach, ich hab ja insehen, dass ich abhauen bin. Das war ein Riesenfehler. Und nur werde ich der olle Rosi auch nicht mehr los. Sie ist achter mir her als den Dübel achter der Seele. Sie will mich unbedingt hier roden. Ja, und warum hast du sie dann nicht hier rot? Ach, weil ich doch nur vor hier rot bin. Und weil ich meine Anni
doch immer noch so schrecklich lief. Ja, da kann man bloß hoffen, dass sie nicht auch noch lief. Ja. Und dass der Rosi mich hier nicht findet. Ja, weht sie dann, dass du doch vor hier rot bist? Ich hatte noch keine Gelegenheit, das zu vertellen. In 20 Jahren hast du keine Gelegenheit gefunden, das zu sagen? Ja, das ist mir erstaunlich. Ach, seht wie es mal. Die Gelegenheit war nicht da. Ja, guten Morgen, Herren. Moin. Moin. Beide sehen aber nicht so gut, als wenn du die Bursfrau hier tut. Frühstück in den Laden heft? Ja, doch, doch, dann hebst du. Was ist denn, Herr? Das ist nämlich. Ja. Die Bursfrau und ich. Ja, wir kennen uns ganz gut. Ja. Und wer bin ich? Ich bin den Brüdiger. Brüdiger van Well. Den Brüdiger von der Bursfrau. Gestatten Helmut Klingler, Großgrundbesitzer. Ja, verdammt, ein Großgrundbesitzer. Ja, ja, ich hab für 18 Jahre den Hof von Olbring jetzt an übernommen. Den Hof von Olbring? Oh, denn ist wirklich groß. Das ist den größten Bui in der Gegend. Und das bin nur ich. Und warum bin ich dann ein Brüdiger von der Bursfrau? Ja, weil wir uns lebt und hier roden wild. Ja, aber sie ist doch einfach hier rot. Das wüsste ich aber. In 18 Jahren habe ich noch keinen Kerl auf Düsenhof sehen. Brave Anni. Sie ist eine brave Frau, treu, ehrlich, zuverlässig. Ja, ich weiß mal, aber treu, denk nur nicht gerade mehr singen. Das sag ich doch, weil Peter Welten ist so eine dahergelobenen Tippelbrühe. Nur, kick uns nicht so verworfen an. Okay, Tippelbrühe, als ihr es nennt, könnt anständige Menschen wissen. Und ich prophezei auch. Und doch, die, da wird nix. Ja, will ich dann nur Spökenkieker spölen? Ja, nicht spölen, mein Leben. Ja, ich bin eine. Ja, ja, ich sag gut. Ich geh neues Riem und kiek, was die Bursfrau so meckert. Ja, voll Glück. Abschlotten? Ist doch sonst nicht abschlotten. Vielleicht ist sie in der Schoppe. Wo bin ich? Vergnügt sich eine Bursfrau ja gerade mit einem anderen Kerl. Niemals! Wenn ich die Frau Freitag hier roden tut, ja, tut ja auch das Kind adoptieren. Was hat dann für ein Kind? Na, das Barbie, das jede Nacht die Uhren vollschreit. Anni, heft doch gar kein Barbie. Ja, aber ein Kind hättest du mal. Ach so, ich meinte das Maiken. Sie ist doch alt 20 Jahre alt. Und sie 2 Jahre alle tust, das war's doch ein Fehltritt in eine Jugend. So, so. Ein Fehltritt? Hättest du das vertellt? So genau hätte ich da auch gar nicht gefragt. Wer lebt, den verzeiht. Ja. Und was vertellst du über den Vater von dem Kind? Ja, das muss mal eine ganz schlimme Malori-Westwest. Kuhn, da das Kind auf die Welt was, heffe Trecken, Leute. Und sie düsseltit, heff nimmst mehr, was von ihm hört. Und das ist so gut so. Hättest du den Kerl dann liefert? Ja, warum das dann? Wenn sie sich von M so ein Barbie andrehen lässt? Da muss doch nicht unbedingt Lewe in Spölwest wissen. Ich würde ja wetten. Ich weh da noch. Und noch gar nicht mehr. Wenn die Bursfrau doch nicht in Tust ist. Gut geworden. Weißt du die Bescherung? Ja, die Frau will mehr Iron. Kann sie aber nicht. Das war's doch. Pastor Lücke, wie hätte das doch nochmal? Rübi Marie,
Bio. Bibliografie! Und dafür kannst du bestraft werden. Balotti, du Rubnik! Ja, was mag I dann hier? Enno, Eginhard? Ja, bist du denn wirklich? Bist du immer noch hier auf den Hof? Ja, nächsten Monat wird er da 24 Jahre. Aber sagt es, woher kennt ihr mich? Ja. Wie freut ist Spiegenköcker? Och, ist das wahr? Können die eine Zukunft kriegen? Ach, und so bald. Oh, da hatte ich eine gute Bitte. Ja, was dann? Seid für die eine Zukunft kriegen? Ja, das war's moin. Ich mache nämlich gerne Wetten auf die Bursrow, dessen Grundbesitzer Klingler hier rundet. Das kann sie ja gar nicht. Dann hätt ich nämlich nix mehr zu lachen, juckt denn auf. Ja, nee, das kann sie ja gar nicht. Ja, sie helft doch all dem Kerl. Ja, das war, aber den ist verschollen. Sie twint dich Ohren halt. Und jetzt ist sie noch am Dünnen für tot erklärte Lohn. Für tot erklärte Lohn? Ja, verdorri noch mal. Ja. Kalle, geht das dann so einfach? Ja, einfach nicht. Aber wenn man 20 Jahre von Menschen nichts hört, ja, dann geht das wahrscheinlich, weil... Das müssen wir verhindern. Ja, aber sech das mal. Wore mir wieder so ein großes Interesse da dran? Egin Hart, mein Leben Enno. Ja, kennst du mich dann nicht wer? Ja... Ähnlichkeit, Herr Wiewein, mit einer will ich es mal kannt haben. Und den Geruch, könnten die auch mal bekannt werden. Ach, Eginhard, die Äpfel eine Sonne zu voll auf die Hirnbrand. Ja, du sagst mir, die Feldarbeiten hochträgen. Ja, dann hält den Sündstich. Egin Hart, ich bin es doch, Theobald Freitag. Den Buhr? Ja. Unsen Buhr? Ja. Mien ja. Leer. Ist der Groske nun endlich fallen? Ja. Darum käme ihm Juck so bekämpft. Ja, und den Geruch und. Ja. Aber den Bord. Ach, den Bord, den wirst ganz grau, wenn man ein paar Wege unterwegs ist. Und den Tipp von Günther Dierks, ne? Ab und zu so ein Bettchen Höhnerkacke in die Spitze massiert. Nee, wecke Friede. No, wird alles wär gut. Ja. Du, Enno, was sagt denn, weil die Bursfrau dort tot hat, ich verdorben? Ach, das ist nur nicht mehr wichtig. No, kann sie wenigstens den ollen Klingler nicht mehr hier wohnen. Dann muss ich ja nichts vertellen. Wortes, ja, langsam an sich, Mispelmann, ne? Nix über ihn. Ja. Vielleicht was es später... Wenn wie zwei beide aus erstes Mal noch so ein Becken zurechte macht, dass wie wer wie vernünftige Menschen gut sieht? Ja, so wie ich gut sehe, so sehe ich immer gut. Ja, und was anders hab ich nicht. Das find ich, weil du musst ja nicht gliegst so rumloben wie aus dem Küster Spieker mit seine Schlange. Ja, wo können wir uns denn nur für Gottes die verkrumpen? Ah, lot mir wohl lang. Ja, geht nicht. Ah, warte, mir fällt doch liegt's was in. Ja, sich mal. Ah, ich hab da also eine Idee. Ja, Bombi Mio und Duck. In Hühnerstall, da ist noch Platz. In ja. Hühnerstall? Ja,
da können die so intrecken. Und da kommt die Bursfrau nie hin. Okay, das ist gut. Ja, ja, aber ihr bitte alle Türen abschlotten. Ach, nix. E-Papa ist das. So, hier ist der Schlüssel. Ja, da haben wir den Schlüssel für 20 Jahre. Ja. Sie können allerdings auch die Hörnerli nehmen, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja. Eben, das ist auch eine Hörnerli. Ja, Gott, und beschenken. Die Hände jetzt fast endlich jetzt Erzwingung in Stadt. Ja, komm nur, dein Schuh. Warte, langsam. Ich schuf, ja. Mich nicht los. Hier in der Nächte ist sie sehen worden. Und ich werd jeden Hopp abklappern, bis ich ihm hebe. Hallo, Sidor. Oh, kann du gar nicht sehen. Ja. Sondröpken bin ich aber nicht, dass man mich übersehen kann. Nee, da hab ich wohl recht. Aber sag ich das, was mag ich denn hier überhaupt? Hätte diesen Kerl sehen? Das ist Theobald Freitag, mein Verlobten. Hätte ich ihn sehen? Und Rüdiger? Nee, niemals hab ich ihn gesehen, niemals! Denn Feigling drückt sich für der Hochzeit. Sie 20 Jahre hält ihn mir nur all hin. Man wird ja schließlich auch nicht jünger. Wenn ich nicht wolle ihn abkriege, ist es Telate. Das verstehe ich nicht. Habt ihr nicht Lust? Foto? Um Gottes Willen, Niro! Nee, lieber nicht. Schade. Mein Kerl ist mir in den Dörgern einfach verschollen, ist sie. Ja, ja. Verschollen, das kann ich gut, ja. Kenn ich den Menschen denn? Nee, diesen Menschen den kenn ich nicht, nee. Den hat verdammtiges Mal ein Bord. Warum soll ich dann ein Bord haben? Ja, damit ich ihn mehr kennen kann. Seht das mal, sie hat Denkvermögen, weil ein Bittchen inne schränkt. Ja, Monsen nennt das die Wurstfrau. Also, wenn den Kerl sich hier sehen lässt, dann bestellt ihr einen moin Gruß von mir. So, von Seldern. Von sie eine Verlobte, Rosi. Ihr seid gefälligst ein Versprechen in Höllen. Und no, drück ich ihm es auf den nächsten Hopf. Ach, das ist den Hopf an den Helmut Klingler. Ach, da brauch ich das gar nicht erst zu versögen. Den hätt den Kerl auch nicht sehen. Woher will ich das wetten? Ja, ich will das eben, ne? Und außerdem, ha, da kümpel ich doch gerade an, da können ihr mir selbst fragen. Ist die Anni in den Tüskentiet wieder zurückgekommen? Nee, aber ihr ist besorgt für U. Wenn ihr den Bua von Teng anbündet, dann hab ich bloß eine Frage an U. Eine Frage? Meine Frau? Hätt ich diesen Mann sehen? Ich,
Ja, wenn den Kerl ne Bord hatte, dann der ich sengen, dass er für eine halbe Stunde hier an dis Säden hef. Aber ich hab doch gerade secht, ich hab den noch nie sehen. Ja, so ne glatt rasierten Kerl hab ich auf Düsseldorf noch nie sehen. Na, Eginhard, mich. Hast du doch einen Fäker gesehen? Ja, Fuhlstoft. Aber was soll das dann hinten, du frechen Dübel? Dat wo die Bursfrau nicht hier wohnen kann. Dat, was sei denn Blödsinn? Das hätte von da gar jemand tun, die Sach. So, will dann? So eine dahergelobenen Tippelbrüher. Ja, dann soll das ja was stimmen, ne? Ich will hier wohnen. Ja. Ah, das ist gut. Ich will okay worden. Ja, hab ich dann all nen Brüdigam? Ja, das ist sie. Ja. Aber sie ist leider auf der Flucht. Ja, muss das dann unbedingt diesen Kerl wissen? Nee. Nicht unbedingt, aber eine Mut all dran gehen. Ja, also. Kann es auch jemand anderes wissen? Dich du der Schaden klingt doch an. Nee. Hier ist Österreich am Nähen, falls es mit dem Fuß von ins Bett. Jojo, der klingt uns doch dem. Jojo. Oh, das ist echt. Ja, das kann man wissen, aber ich bin einversprochen. Ja, aber sie der Brut ist ja vor ihr rot. Was sei denn Blödsinn? Da hat von da gar jemand zu mir gesagt. So, will dann? So eine dahergelobenen Tippelbrüher. Ja, dann soll das ja was stimmen, ne? Also, Frau... Rosi. Ja, Frau Rosi. Besser Fräulein. Ja, Fräulein Rosi, Salik U.S. Min Wiesen, er ist den Grötzen. Was sech denn ohne Frau, Dotto? Ich hab doch gar keine Frau. Ich mein ohne Torkünftige. Ja, die Mentor, okay. Und was seid ihr dort gegen Hemm, wenn ich so eine reizende Dame es Ider und Min Hoffwiese? Nun kommt man mit. Es ist nicht weit. Und es dürft auch nicht lange. Und wenn diese Menschen hier umtaucht? Ja, ich will verschieden. Ach, ich muss dem gar nichts mehr unterrichten. Nichts mehr unterrichten, na dann. Dann geh ich aus nur in den Shop und kick den Trecker noch. Oh, nee. Du sag es mal, Anni, was hast du dann auf Standesamtmarkt? Hab ich nur endlich ohne Ochti noch besagt? Dresgen, du weißt doch, dass das nicht möglich ist, solange mein Theo noch lebt. Ach, du weißt doch gar nicht, ob der noch lebt. Der ist doch seit 20 Jahren weg. Wahrscheinlich ist er lange tot. Ja. Und darum will ich nur endlich für klare Verhältnisse sorgen. Weil willst du ihn umbringen? Oh, wenn er hier was hat, wenn er hier was denn schon, dann ganz bestimmt, ja. Nee. Aber erst einmal will ich ihn für tot verklören, Lorden. Und das amtlich. Ach, darum willst du da mitmachen? Ja. Und? Hättest du ihn dann für tot erklärt? So genau geht das nun leider auch nicht, ne? Da können ja jeder kommen und jeden für tot verklören lassen. Nee, das dürt noch alles. Bis denn weiter Schwaner das alles überprüft hat. Ja. Also warten. Ja. Was sagt denn mein Helmut, Toto? Das ist ja das schlimme Dresgen. Ich hab ihm doch noch gar nichts von Theo vertellt. Was? Der weht gar nicht, dass du noch verheiratet bist. Wie hast du ihm denn das mit deinem Doktor erklärt? Ach, das war's bloß so eine Fehltritt in meine Jugend. Du weißt doch, wie so junge, unerfahrene Maikes auf dem Mannslöhrin fällt. Und dann hat er die abgenommen? Ja, Hefe. Und er hat mir auch vergoben. Van Theo brucht dir also nichts zu wetten.
Anni, wenn das mein gut geht, was passiert denn, wenn dann Theo immer wieder auftaucht? Ach, warum soll denn dann bald noch so viele Jahre hier wieder auftauchen? Gut, da könnt mir eine ganze Menge vorstellen. Was dann? Heimweh, Sehnsucht, Liebe. Oder vielleicht kein Geld mehr auf die Taske, ne? Hör auf, ich will die gar nicht vorstellen, du, ne? Ja, aber wenn doch. Den Helmut, ne? Den musst du aber Chloren Wien ihn schenken. Ich glaub, den Hefti nämlich wirklich lief. Ja, aber apropos Chloren Wien, mach's mal ein Gläschen? Dann nehmen wir ein Schnäpschen, wa? Ja, oh gut, oh gut. Am besten sofort ein Dübel. Malik die. Oh, wo Hefti da nur mein Husterschlüssel? Ja, sag nicht, du hast aber Schlotten. Hier steht doch süß immer alles los. Ja, süß bald. Aber ich war's ja auf Amt. Und der Enno ist noch auf Feld und ich wusste ja auch nicht, wo lange das dauert, ne? Sicher ist sicher. Du, der Eginhard, ne? Ja. Wo ist denn da noch? Ja, auf Feld. Du, macht denn eigentlich gar keine Frau, Lölin? Ja. Wie kümmst du denn da drauf? Ja, ich habe mir das ab und zu ein Ohren zuknappen. Der reagiert überhaupt nicht. Fährt ihr das nicht, ne? Ja, aber sicher, hast du dann Ohren beim Schmecken? Da ist doch kein Kerl für die. Ach, tut Föte war mit Kollebelle, da ist sie nochmal mal gut. Du hast mal recht. Aber tut mir auch sicher nicht, ne? So, ich kann öfters den Wien. Schnaps, ne? Ja. Gürmen. Ja. Oder brech vor die ganze Pulle mit. Ja, du. Eginhard, warum schenkst du dann so? Ach, den verdammten Trecker, den will einfach nicht anspringen. Soll ich die helfen? Oh, verstehst du da, Mattofan? Ja, was ist dann, süß, die beste Trecker-Reparateurin von ganz Game? Oh, das ist ja prima. Eine Frau, wenn eine Trecker reparieren kann, ey, wie das hört. Oh, ich kann auch wo mehr. Ja. Ja, was ich dann süß, die Obermarke und Meister. Ja, ich weiß ja nicht, was den Meister so für Ansprüche stellt. Den stellt ganz große Ansprüche, da wickt die was hin. Ja. Was stellst du dann so für Ansprüche, Elina? Wieso, worin? Ja, was hörst du dann so von der Viva? Ach, Viva. Die will doch nix von mir wetten. Die sagen doch alle, ich bin te dumm zum Zum. Zum Zum. Ja, ich weiß auch nicht, was die da mitnehmen. Aber auf jedes Schützenfest, doch finde ich eine, die dann für den letzten Tanz erfüllt. Ach, das täte ich nie, Eginhard. Ich würde die nie stören lassen. Ah, oh, du meinst, ich sehe gut. So wie ich gut sehe, in diese alten Klamotten. Ach, die können mich aber wegdenken. Wegdenken? Ja, aber dann bin ich ja ganz nackig. Ja, und dann sagst du vielleicht ganz gut aus. Das glaub ich auch. Soll ich mich jetzt mal nackig machen? Anni! Gar nicht!
dann war ich ja nur eine kleine Jess, ne? Ja. Wie tut das dann neu, ob der Nähe so wie eine Kamo hier? Ja, Ignat, das kenn ich dich ja gar nicht. Ja, du so, du wirst mich auch noch nie nicht nackig sehen. So, und wo sind du, dass die Buchse wieder hochgekommen? Du musst noch den Trecker reparieren. Ja, aber doch mit mir der Dreske mir helfen. Sie ist nämlich die beste Trecker-Reparateurin vom ganzen Kreis Gelben. Ja, du wie neu. Erst du willst noch einen Schnaps geben. Oh, ja. Du bringst die Mecken, ne? Enno, essen ja, so hältst du doch auch, du Dölz. Ja, aber so ist jetzt immer Egenhardt Sicht. Tja, wahrscheinlich hältst du nur Enno Sicht, weil sie dir es nackig sehen. Ja. Oh, sie hebt doch noch gar nicht. Du bist uns doch noch Tisch gekommen. Prost. Ja. Lotti, nicht auf den Arm nehmen von dem Bus, Frau, der Mensch hat ja nur gut mit ne? Ja, ja. Ah, sicher, Enno. Ich gönne dir doch, wenn Dresden und du. Ja, zum, zum. Ja. Ja, dann auch, ne? Aber da wird meine Probleme, weil ein Bettchen größer, du. Ja. Da füllt mir ihn, ja. Sie könnten auch Bettgengrötter werden. Ja, wie meinst du das dann, Enno? Ja, wenn der Mur noch immer wer für die Tür steht. Denn es steht nicht für die Tür. Und ob immer dann gar nicht. Mm. Oh, oh. Ich geh dann jetzt mal in die Schoppe und gib den Trecker noch. Oh, oh. Bloß. Verstehe ich ja noch nicht. Das ist ein verblödeten Knecht, doch. Was? Wenn ihr denn irgendwie noch meint, ne? Denn ist erstens nicht, doch. Und zweitens geht es dann überhaupt nichts an. Spülze sich hier nicht so um. Wer wird ihr überhaupt? Da geht du auch nichts an. Aber ich will zu mal vertellen. Ich bin nach Dresden Schulte, die Obermacht von Maishof. Ne Magd und die beste Freundin von der Bursfrau hier, ne? Ja, und was will ihr überhaupt von uns? Ich will ja bloß den Knecht sagen, dass sich die Angelegenheit erledigt hat. Ich, hier wurde nur, den Helmut Klingler, den riechsten Bur im ganzen Umkreis. Ja. Tschüss, gen uns. Heffet nämlich Klingel. Gut. Ja. Mora! Mora! Oh, hey,
was bist du hier? Na, die Besöken, pöst sie das nicht? Oh. Doch, doch. Und das auch wohl, mein Kind. Du, guten Tag, Dresken. Oh, na, schießt sie. Nicht sie rum sind. Nicht jetzt. Habt die Bäden was getrunken? Das kleine Bettgefreit. Ich glaub, die Baby kommt erst erst mal mit in Tuss. Die Marco erst erst einen starken Koffi. Oh. Und dann vertell ich mir, jetzt nur den Schuh drückt. Oh. Ja. Na, dann wär's ein Boot. Ja? Spölen nicht mehr gut. Wie tut alle Knochen weh? Ich glaube, ich hab auf eine Hennelenkung. Kick ist hier. Ja, unser Frühstück ist all fertig. Ich komm gerade aus dem Hühnerstall. Mein Gott. Gerade erst zwei Gockeline trocken, du, da leckert die Jona so bunt, ey. Was? Glöb ich nicht? Ja, hier, gibt's doch so. Oh, da sind schon die Bellengockel. Ja, guten Morgen, ich schwing. Ja, sechst das wohl. Hab ich dann keine Angst, hat man nur süd? Wart, ich bin halt vor Stoppenspöllen lehnt, ich stell mich noch. Ach, das ist gut. Mehr ist gut schmieden kann die Debusreuer sowieso nicht. Moin. Ach, guten Morgen, Norbert. Ja, ich bin aber alle rechnen, die dumme Bene vermorgen, ja. Ja, ja, ich muss was loswerden. Ja, dann komm hier. Ja, ich weh, ich bin ja immer noch da. Und wir bleiben auch noch was länger da. Das ist mir nur okay, egal. Ich hab doch gestern die Rosi mit um mich in Hoffnung. Ja, und? Hast du Erfolg, ja? Erfolg? Womit? Ja, mit ihm. Ich weiß nicht, was du meinst. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich nichts mehr von der Rosi will. Die ist mir vollste anstrengend. Bloß, dass die Anni nichts Falsches von mir denkt. Ah, und no will ich der Anni wer hier runter, auf was? Die wollte ich doch immer all hier runter. Wie beide, hab das all lange geplant. Sie ist aber Alpha hier rot. Dat hört nur, dat da de Mol. Dat kann gar nicht wessen. Ich bin Theo bald Freitag, den rechtmäßigen und einzigen Ehemann von der Anni Freitag. So, wenn dat so was, dann hatte die Anni mir dat all lange vertellt. Ja, sie löscht mich nicht was für. Ja, 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 bloß, dass sie die nicht sagt, dass sie noch einen Ehemann hat. Sie will mich doch hier ron. Wie beide hebt das all lange geplant. Dann muss sie mich erstes Mal unter Welt schaffen. Gut,
Wenn das eben wessen Mund Quatsch! Ich mein. Ja. Ich weet mal, was ihr meint. Nicht das, was ihr meint. Ja, gefilligt! Ja, Himmels Willen, denk doch nicht an sowas. Da muss mir aber mal aufpassen. Oh, willst du nicht doch lieber den Hosi nehmen? Er wird nur viel größere Molkerese müssen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich trau dir Anni. Basta! Mein Gott, ist deine stur. Oh, das kann ja doch gut werden. Ja, guten Tag. Enno, wel hef sich da nur wie aus Innenüst? Ja, was hilft für die? Oh. Und was will der Herrn von mir? Ja, ich soll auch Grüße von unten Garten überbringen. Ich hab keinen Garten, ne. Aber ein Ehemann hab ich mal. Ja, gut. Aber der ist leider als Senioren verschollen. Aber... Vielleicht kennt den Herrn wie mein Vater. Richtig, ich kenne ihn. Wo ist er? Wo haben wir ihn getroffen? Und wo geht denn das? Nochmal langsam mit der jungen Pferde. Nicht so volle Fragen auf einmal. Ich will bloß wetten, wo sich den Driebsack herumdreht. Driebsack ist doch beim Bettchen einfach treffen, ob nicht? Nee. Was? Wie der niedermale Kerl nennen, denn sie eine Frau und Kleinkind noch und ihre zu voller Arbeit an den Lieden. Wie soll man sie denn Gründe abheben? Was der I dann singen, wenn hier wer zurückkommt? Ja! Rutschmiedenägen! Und zwar hochkantig! Aber Bursfrau! Also, ich finde, du überdriffst. Es ist auch egal, darüber zu proten. Wenn denn Driebsack noch am Leben ist, dann traut er sich sowieso nicht mehr noch hier hin. Und wenn he für uns stimmt, der ihm dann mal wer kennen? Ja, hundertprozentig! Aber Mutter! Denn ist doch auch öller worden. Ja, das bin ich auch. Ja, die können Glatze hemmen. Die können aber auch ein Wort hemmen. Ja, man kann sie in Aussehen mal verändern. Sisi, hör auf mit dem Blödsinn. Aber sie ne Ohren, die kann man nicht verändern. Woher willst du den Vater dann überhaupt kennen? Den Mutter. Der hat einen Schuhkarton voll mit Bilder von ihm. Ach, die heft's alle noch? Ja. Bin ich da nur mein Vater? Ach, Lissi, ja natürlich, ich bin es. Bist du rot und? Ich fall in Ohnmacht. Vielen Dank. Was? Du freust dich, wenn Moda in Ohnmacht fällt? Nee, aber ich bin froh, dass das vor Stoppen spüren, endlich an Indies. Was, Enno? Und du hast das als Wurst von Denne Dorf? Ja, und den Brüdigan, den Helmut, der mietet auch. Oh, nee, den Helmut weht, dass ich noch vor hier und bin? Ja, aber ich will auch trotzdem noch hier und. Der Rosi ist öfter anstrengend. Ja, was dann noch für eine Rosi? Mona, komm erst erst mit den Fuß wie mit Nordenken. Ja. Ich glaub, da komm ich erst mit, wa? Ja. Weil Nordenken kann ich eigentlich ganz gut. Debbie, aber das war's wert. Oh, bin ich froh, dass das nur gut ist. Ja, wie ist das ja eigentlich egal? Ich will bloß hoffen, ja, dass wir hier bleiben können. Das ist doch auch mein Hose. Und solange ich hier bin, bleibst du mein Gast. Prost, Inginat. Prost.
Vielleicht kann ich ja das Dresken mit dem beeinflussen, dass sie die Wurstfrau gut Toprot. Ja, hast du dann Einfluss auf sie? Ja, natürlich. Wenn ich mich nackig gut trecke. Gott, das ist Irina. Na ja, ich habe noch nicht probiert. Kalle, ich will bloß hoffen, dass meine Anni noch so ein Fünfchen lebe für mich hat. Ja, hast du dann noch ein Fünfchen lebe für er? Ja, was ich dann so sehe? Ja, aber Buhr, 20 Uhr wird eine lange Tier im Fünfchen lebe, der entdecken. Ja, ach. Ich weiß, dass ich abhauen will, das war ein Riesenfehler. Aber mir ging doch alles so weit von auf den Geist, da wird mir die Sicherung verbrannt. Ja, ja. Sag es, Theo, was hörst du davon, wenn Vido es in Dorf geht? Ich hab doch Kneipe an den Ohr sehen. Ich denk mal so ein Kölnbier in den Kopf. Das kann doch mal nicht schaden. Ach, komm mal, Mann, ey. Das ist eine gute Idee. Lass uns nach Gersko und das dröhne Bier hier runterspülen. Ja, da bin ich doch wie. Lotti hat Eginhard. Ja, ja, kannst du nicht Enno Tumi singen. Eginhard, das hört sich immer so förmlich an. Ja, du hast du recht. Als Chlor Eginhard. Ja, so. Gott, wenn das mein Gott geht, dass die beiden in die Kneipe geht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee. Ich muss unbedingt mit der Anni prom. Ja, das kann ich alles nicht so in Ruhm stehen lassen. Ja, ach, du bist es. Aber nicht. Oh nee. Ja, Helmut, was ist denn noch? Entschuldige, ich hab die Blumen vergessen. Ja, was da noch für Blumen? Blumen, damit du merkst, wie lieb ich dir hab. Damit du witzig hättest, dann hatte andere echte Fleck. Blumen. Blumen, da du nicht giftig wirst und vernachte, wer mit mir. Ja! Ja. Ja, und was ist es noch? Ja, ja, ich wollte dich sagen, da du gestern nichts loben ist, es liegt die Rosi mit um ihn Hoffnung hab. Was? Du hast die Rosi mit einer Husendung? Ja, du bist ja auch nicht dorwes. Tja, dann. Aber das ist doch kein Grund, fremde Biber mit einer Husendung zu nehmen, du. Ja, ja, ja. Darum bin ich doch nur hier, um dir zu sagen, wie lieb ich die hab. Ja. Und dass die Hochzeit nur unbedingt stattfinden muss, ja. Das wird nicht mehr umschoben. Oh, hast du Lüge? Ist der alte Torwest und hat Aufgebot bestellt? Ja? Hä? Ja. Und du weißt doch nur, dass ich noch einen Kerl habe. Ja, aber denne bist du doch nicht mehr. Denne Leute wie für tot erklären. Aber das geht doch noch nicht mehr. Er lebt doch noch. Aber solange das Amt nicht weht, dass er noch lebt. Ja, du hast recht. Solange dein Walter Schwane das nicht mitkriegt, ne? Ja, und wenn ich dann erst den Totenschein habe, dann kann ich auch wieder lebendig werden. Ja. Und dann war so keine
Biogrammie mehr, wenn ich jetzt schon. Ja, ab. Bist du eine Todeserklärung, denn Todesschien hast? Ja. Dürfte im Nymphen gern sehen. Ja, sonst wird da nichts gute Todesgeschichte. Helmut, du bist ja so schlau. Alles in Ordnung? Ja, sicher doch, Dresken. Helmut und ich. Wie traut du? Ja. Oh, was ist mit dem Theobald? Tot. Was? Wie ist das an dir zu flott passiert in den kurzen Tiefen? Jetzt kennen Sie mit Gülle von einer Lechte oder was? Noch Lechte, ja. Aber hier wird für tot verklört. Wie ist das halbe andere, Helve? Ja. Jetzt, auch weil er noch lebt, ja, das weht doch nüms. Und wie wird der mich verschwinden lassen? Ich hab doch eine Idee. Doch, Bom, in der Schoppe. Denk nicht doch auf an Enno. Da ist doch noch den ollen Höhnerstall. Und da lauf ich einfach verschwinden, bis die Todeserklärung dör ist. Ja, blöst du, dass sie das einfach so mitmeck? Ja, wenn nicht, dann gibt's ja immer noch eine Möglichkeit. Gift! Oh, was ist das? Meine Tochter kommt. Was ist das nur? Dein Kopf ist fertig. Ja! Dann wird nur Tiet für mich zu gehen. Gut gehen, gut gehen. Motti war, ne? Bis Gott sagt, ja, du Knall. Tschüss. Ja, gut gehen, gut gehen. Ja. Sonnenverbrecher, Sonnenapen, Sonnen. Ah, was ist dann los? Warum bin ich dann so aufgeregt? Wir sind aufgeblasen in Kronfurtdüsen. Ja, was ist dann nur passiert? Erst make me moje Augen, Komplimente. Dann nimmt sie mir mit, ob sie den Hof. Und als ich ihm an den Wöpf gewollt, will ich von der Hofkind nichts mehr wetten. Ja, aber ihr habt ja nur erst ein paar Stunden Kind. Ja, da merkt man doch keine große Würstke. Ja, und erst recht keine Hilfversprechen. Wegen dösen Luftrikos hätte ich den Theodor genotten. Noch 20 Jahre, da würde ich euch vorstellen. Noch 20 Jahre. Ja, ja. Ich weiß ja, wie lange das 20 Jahre sind. Ja, das ist eine lange Zeit, ja. Ich wohne noch nach Theo. Ich wohne das Meer und bügeln. Wo ist sie? Ja, also so viel ich will, sind die mit ihnen Kumpel, das kleine rottrige Kerken da. Wie gehst du in die Kneipe? Der Kumpel! Ja, das war's ja auch noch eine Option. Wo ist dann diese Dorfkneipe? Ja, ich vermute in Dorf Gem. Die ollen Trottel, wo in Dorf will ich wetten? Oh, danke für das Kompliment. Ich soll den Kneipung mal alleine finden. Ach, ja, Miete. Was eine aufgeblosene Olle, wenn das mein Gut ist. Nee. Denn Theo, der will noch nichts mehr wetten von die Olle Schnepfe. Ach Gott. Um ihn Trecker, der läuft auch immer noch nicht. Bei Bier und Pfeife, da saßen wir beisammen. Ein kühler Tropfen vom besten Hopfen durch unsere Kehle ran. Ach, jedenfalls, Herr Brimsmann, der Ballburger, wie gehst du mir erkannt?
Nächstes Mal den Hubert Burger. Und mit denen habe ich Herrn für 20 Jahre schon ein Bier mit Gärs an den Tee getrunken. Und auch einen schönen Weske. Ja, der war es ja auch gerade total besoffen. Ich kenn mich aber auch sehr verändert, ey. Ich bin bloß beim Guten. Man bin aber auch mit dem Freund. Ja, da hast du recht. Ach, Kalle. Du, ich werde Anni Glicks noch eh mal hier wohnen, wenn ich nicht einmal er vor hier und was. Ja, sie will die doch loswerden. Ja, nimm doch die Rosi. Ja, bei dir kannst du auf alle Fälle landen. Rosi? Ach, du weißt, was ich doch an Holl. Das Kapitel Rosi ist abschlucken. Sie heft die aber hier gefunden. Ja, die lädt die nicht mehr los. Dann gibt bloß noch zwei Möglichkeiten. Und die wird. Erstens, ich verschwinde gau und verstopp mich, bis die Rosi aufkommen, um nur mich zu sehen. Und Jens? Svens? Du nimmst mich ab! Du bist doch noch ledig und ungebunden! Und dann will ich auch bleiben! Ja, auch wie eine Temperatur, da kann ich keine Frau brauchen! Dann bleibt bloß noch das Verschwinden. Und zwar auch. Ja, aber Theo, wir würden also lange vertippeln. Wenn nicht ein Werbeschrote. Ach, das hätte ich doch auch gar nicht gehört. Wie verstoppt uns einfach, bis die Hose aufgehoben hätten, um mich zu sehen. Ja, und wo willst du die verstoppen? Ja, wo will ich mich verstoppen? Ja, ich kenne da so eine Erdhütte, da achter Jansson, da mitten in Sterbisch, hinter Jansson, mitten in Sterbisch eine Erdhütte. Kenn ich. Da können wir es verkotten, die verkaufen. Ja, wenn du willst. Aber man würde es doch sögen. Ja, und nicht finden. Und, komm, wie geht achtern immer, den Senf nur und da mit aus dem Süd. Aber wir brauchen noch was hin. Das ist verschmacht wie. Was? Was? Du in der Jagdhütte, du achter Jansson, der Mündisch, der muss da, da ist von alles genug, da fehlt es an nix. Und wenn du Rosi dann aufkaufen hättest, noch Miete sögen, oh, dann können wir wieder zurückkommen. Ja, und dann ist diese Frau bei Grot-Grot-Burg Klingler vor hier rot. Das kann sie ja gar nicht. Hier auf den Hof und hier in Saador weht's doch alle, dass ich noch lebe hier. Und nur komm an, komm, aber. Psch. Auf der Reeperbahn! Schade, dass du weggegangen bist, Dresden. Ja, ich muss, Anni. Wisst ihr was, denn Franz Günther Meise, das ist ja bald ein guter Chef. Ja. Aber ich drauf sie nicht, mag nicht aber strapazieren. Du hast die nächste Woche keinen Job mehr, ne? Ja, das kann ich bald verstehen. Aber kommst du mir jetzt Bolle wer besuchen? Ach, sicher, nächste Woche Sonntag, ja. Hör ich wer Frieda, komm ich vorbei, ne? Ja, das ist gut. Bis dahin, ohne Stiefel und mag mich bis dahin keine fiese Matenten, ne? Was soll ich dabei für Dumaten machen? Ja, ich weiß ja nicht, so als Arsen und Spitzenhäufchen. Ah. Ich bin doch keine Giftmiskerin, Dresden, ne, ne? Aber jetzt muckt der Dürr, ne? Ja, gut, gut. Ja. Tschüss. Lotti war Dresden. Tschüss, Lizzie. Aber wer ihr, das ist doch die den Helmut hier holen wollt. Das heftig erledigt. Na, wenn ihr besuchen an meinen Verlobten, Theo. Mein Vater ist ohne Brüdiger. Den Kerl hat ein Kind. Den Kerl ist mein Mann. Den Kerl ist von Hirot. Ja, hätte ich das nicht gewusst? Ne. Ich hätte mich bloß immer wundert, oder besser sagt ärgert, dass die Hochzeit immer wer aufgeschoben hätte. Ja, denn wo wahrscheinlich im Bigamist wissen, ne?
Aber ich könnte ihm gerne helfen. Ich leg keine Wert mehr auf so eine Versager. Mutter! Ich nehme ihr Angebot gerne an. Dann müsst ihr aber auch scheiden lassen. Ach, oder wie müsst ihr mir in meine Ecke bringen? Ne? Ja, Treschen! Ja, einen Doden will ja auch nicht grad hier worden. Obwohl, der letzten Mal las wie zusammen Westbünd, was sie auch als Scheintot. Ja, wo lange geht das dann nur als Tüstenbein? So 18 bis 19 Jahre. Was? Und man wird ja auch nicht jünger von Wochen. Wo, hab ich ihn dann nur verstoppt? Wie habt denn nicht verstoppt? Wie weht doch auch erst sieht ein paar Stunden, dass der denn hier wieder abtaucht ist. Ohne Knecht hätt mir aber secht. Weil er wie mit Eginat und Onyx Egulot bloß den Finger fallen. Gar nix, überhaupt nix. Den Kerl ist mir voll zu blöd. Eginat ist nicht blöd. Im Himmels Willen, was regt ihr uns so um? Ich hätte ihm doch bloß gefragt, wo ich den Theo finden kann. Und? Was hat er gesagt? Sie soll in eine Kneipe wissen. Genau als früher. Dann geh doch gau in eine Kneipe und schnapp ihm die. Mutter! Ja, da komm ich ja gerade her. Wie Gerst weiß ich nicht mehr. Und auch nicht wie Demming und Aldok. Hier ist er aber auch nicht. Das eine Sechiku. Wenn ich ihn nicht in den nächsten Stunden finden kann, dann werde ich Anzeige erstatten. Was denn nur für eine Anzeige? Eine Anzeige wie die Polizei wegen Verdacht auf... Was? Was? Ach so, wie böse doch gar nicht. Den Vater, den kömmt mal wer. Da bin ich mir ganz sicher. So lange will ich aber nicht warten. Dann gib ich eben eine Vermisstenanzeige für die Polizei auf. Ha, das könnt ihr sporen. Das hätte ich für 20 Jahre alt. Und ich sehe schon was. Wenn ich gefunden werden will, dann wird auch nicht gefunden. Das soll wir ja sehen. Tja, gut gone. Gott nochmal, was ein abgeblasener Ton. Hoffentlich findest du den Theo und schleppt im Gaucho und Traualtar. Ich däm mich fortscheiden, Lord, du. Mutter! Ist doch boah. Wie ich die Lage so sehe, wird den Theo sich nicht scheinen. Ha, dann eben doch. Also, ich bin ein Pferd, Mutter! Ach, nehmt nicht so tragisch, Anni, ne? Der hat euren Vater eben lebt. Ne? Was ich von mir ja nicht gerade behaupten kann, ne? Ja, nicht so. So, und nun muss ich aber wirklich, ne? Ja. Leute, Gott, guck mal! Oh, den verdammten Trecker, ich krieg das verdammte Drecksding nicht antrunken! Bist du immer noch mit dem Trecker zugegangen? Oh, hallo, meine Liste! Ich wollte doch auch jetzt mal was Erotisches sehen. Das war aber sehr erotisch, Enno. Ja. Du wolltest aber wirklich gedörren, ne? Oh, du bist weg. Ja, ich muss mich doch jetzt mehr an der Arbeit machen. Ach, da kannst du mich aber mitnehmen und mich in die Kammer wiesen. Mit diesen schweren Klamotten bist du wie mir in der Kammer. Aber du hast doch süß, echte Klamotten, kannst du die mal wegdenken? Oh, ohne Klamotten warst du ja ganz nackig. Ja, eben, ja. Lisbeth, komm mal mit mir. Tschüss, ja, Anja. Ja, komm mal. Und ich geh nur wieder ins Hus und ich, alle sitzen blieben hier. Thank you.
wieder nackig werden, nicht wird. Dreimal. Hoffentlich gibt das keine Zwillinge. Wenn ich mit der Dresden vor hier rot bin. Ich glaube, da mag ich das genau, es den Buren und hau ab. Oh, warten, moin, morgen. Ja, ne verdammt, moin, morgen. Moin, moin, Enno. Wo kann auf die Beine? Ja. Ob die eine Biene, ja. Wann im Messer willst du das Banke hier, ja. Oh, ich hab die Buchse ganz verkehrt angeguckt. Müssen wir nach gar nicht in Tuswest? Ja, wo bist du an West? Ja, in Hemmel. In Sämtenhemmel. Ja. Ja, das hört sich ja interessant an. Ja, was ist auch, ja. No, weiß ich auch, wie das funktioniert mit Zum, Zum, Zum. Mit das Zum, Zum? Ja, ach, vergeht es. Du sagst es noch mal froh genug erleben, wenn du es erwassen wirst, ja. Du glaubst also, ich bin noch ein Kind. Ah, du bist und bist, bleibst das Kind Vernunft. Auch wenn du als 2 Jahre nicht mehr hier wohnst. Es gibt ja einen ganz bestimmten Grund, warum ich hier bin. Ja, ja, du wirst die Mode besuchen, ne, hier. Und hast da wie sogar noch den Vater von dir. Nee, hey, das hab ich ja nicht gewusst. Ich wollte was ganz anderes. Die Mode, die liegt mir so lange in der Urne, dass ich wenn er Hussein kommen soll und den ganzen Hof übernehmen soll. Ja, ja, genau. Wo sie doch jetzt den Klingler hier rundet, ja. Da merkt sie sich Sorgen um den Hof. Ja, wenn sie geht dann ja hier weg von den Hof und trägt Toem, ja. Warum würde ich ja nur kommen, um ihr zu sagen, dass ich das hier alles übernehmen will? Och, das ist aber moi, ja. Das freut mich aber. Aber nur ist dein Vater ja wer du. Dann kann jeder Jörg alles übernehmen. Ist ja sowieso Alpsine. Ja, ja. Da gibt es noch einiges zu klären. Ja, gib den Vater den Motor frei. Löt hesig schein. Und wenn nicht, dann kann die Motor den Grotbundklingler nicht hier runen. Ja, und dann, was merkt die Motor dann? Ha. Axt. Messer, Pistole, Güllefahrt. Ja, glaubst du, das ist ja so ernst mit dem Klingler? Auf jeden Fall, sag ich dir, will ich von den Theo nichts mehr wetten. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche von dem Pastor Lüge. Aber sicher ist, wo ist denn Vater überhaupt? Ja, also als ich ihm das letzte Mal sehen habe, das war gestern hier. Und dort, da wollte ich mit seinem Kumpel, das rottrige Männchen dort, noch erst in der Kneipe. Und zurückgekommen, bündel wär's nur noch nicht. Ja, ich hab's nicht sehen. Aber ich war so nicht hier. Ach, du bist ja in Sämtenhemmel, Wes. Ja. Ah, was ist das neue Wehr von morgen? Da können wir ja gut Butten frühstücken. Lissi, check du doch erst denn das. Und du, Enno? Uka wäre zurückgefahren, Meister? Ja. Hätte sie nicht gefallen? Oh, und wie denn gefallen, Hef? Hey, was in Sendenhemmel? Oh. Ja, ja, etwas ganz nett. Ganz nett? Da klingelt wie was ganz anderes in der Urne. Ja,
Ach, nur wär's doch killen, Lissi. Da brug die Wurst oder nicht der Wetten. Da brugst du mir nichts erzählen, Enno. Ich kenn doch meine Freundin, der Dresken. Die war Landesmeisterin in der Bälle-Gymnastik. Ja. Meisterin in der Bälle-Gymnastik. Ja, jetzt wundert mich nichts mehr. Ja. Nee. Aber apropos, Großfrau, ich vertell dir auch was Neues. Ja, ja. Die Lissi, die will nämlich wieder zurück auf den Hof kommen. Ja. Ist das wohl, Lissi? Ja. Oh, mein Kind, das brüllt mich aber. Das ist ja wohl. Das ist doch der Grund für mein Besuch. Oh. Aber nur hat sich ja so einiges hier verändert. Ach, hör auf, es hat sich nichts ändert. Den Ollen, den Vater, den kommt hier nicht mehr zurück auf den Hof. Ich hier rode den Helmut und du sollst ihn leben, Kerl, mit denen du dann hier bei uns auf dem Hof leben kannst. Oh, da muss ja dann auch ne Buhr wissen. Ach, hör auf, du hast ja noch den dölzigen Enno. Oh, Entschuldigung, ich hab gar nicht sehen. Guten Tag. Dann hab ich mal merkt, dass ich mich nicht sehe, ne? Aber no, hab ich mich ja mal zur Kenntnis genommen. Ja. Darf ich mich vorstellen? Ulla, auf, zack, zack. Kripo geben. Bin ich die Frau Freitag? Und ich bin die Tochter. Nicht so fernlaut, junge Fräulein. Zeig mulig eine Anzeige für. Was? Eine Anzeige? Zeig mir? Hab ich, was in der Mad Misket? Ich stand unter Mordverdacht. Mordverdacht! Gestern war es eine junge Dame bei uns auf der Wache, die Herrn Rüdiger als vermisst melden wollte. Den Theo Freitag. Ja, da kann ich ja nichts für. Den Theo? Aber den wohnt doch hier. Was, Enno? Den Theo wohnt hier? Ja, wohnt wie mir und der Dark in Hühnerstall. Ich hab gedacht, du hast noch Platz für so schräge Vögel. Ja, und ich hab auch gedacht, im Dorf verschwinden zu lassen. Ah, den Doden in Hühnerstall? Ich möchte sofort die Kammer sehen. Ja, wenn ihr das willst, aber er rückt doch gut nach Fuhle, ey, ja? Das merkt mir nichts. Ich hab ja mehr Dode sehen, also. Ja, dann kommt das mit, ne? Da komm ich noch lieber mit, Mutter. Ja. Nee, ich will mich da nicht an Fegen machen. Das sieht ja hier wer gut. Nee, du. Morgen kehrt den Bursinhof. Alle sieben Sorgen kehrt in das Loch. Ist das nicht Schnelligkeit? Oh, das ist schon ein In. Morgen kehrt den Bursinhof. Alle seine Sorgen kehrt in das Loch. So, jetzt ist er sogar besser und hier. Oh. Bur, du hier? Wie habt ihr uns den Busch verstoppt, damit der Rosi uns nicht findet? Enno, komm jetzt mal hier. Ja, was ist denn los? Habt nichts mehr zu essen. Ja, da in Sternbusch. In der Yachthütte, da in der Köcke, Achter Jansson, da war's überhaupt nichts mehr. Früher noch was das als Beta. Ja, aber von welcher Köcke porst du dann überhaupt? Das ist doch egal. Seht ihr, dass du einen düftigen Vorratesamen kriegst, ja, für uns beide. Und den packst du dann in den Bühl. Ja. Ja. Aber vergelt nicht den Schnaps und bitte nicht das Bier. Und den Leberkäse von den Uli Maiberg, wenn du noch was abtrieben kannst. Ja. Ah,
wollte ich erst kicken auf die Bursrolle, was ich nicht tue. Aber ich verstehe das nicht. Oh, du, das, was die Boss die sech, du Dölz. Ja, aber ich verstehe trotzdem nicht. Muss mich all wer für die Rosi verstoppen. Die ist mir all wer auf die Fersen. Wenn der und diese Gegend hier verschwunden ist, dann komm ich wer drüber und klör als ob. Aber die Polizei ist ja auf die Fersen. Polizei? Warum das dann? Die sucht die. Wieso das dann? Ich hab doch gar nichts unfräten. Die sucht die ne Leiche. Der Bursche ist wegen Mord angezeigt worden. Der Anni? Die hat doch noch nicht im ersten Mal einen Karnickel abtrocken. So sowas ist dir doch gar nicht in der Lage. Ja, das Hotel, du hast die olle Schnäpfe von der Kripo, du. Ja. Ja, mein lieber Theo. Als wir noch auf Wanderschaft waren, ja, da hab ich mich besser gefühlt. Ach, Kalle, du, bei mir, da kannst du dich auch wohl fühlen. Wann bloß diese Schräfe von Rosi, nicht was? Ich glaub nicht, dass die sogar aufgibt. Ja, jetzt, wo sie alle Polizei in den Schalden helfen. Na ja, ach, weißt du, sie muss einfach einen anderen finden, den sie Trachter herloben kann. Kalle, eigentlich ist er ja doch ein ganz lebe Ding. Willst du sie alle werden an mir verschachern? Das Schlechteste, was sie jetzt nicht verdient. Ja, ich beruhig jede Frau, ich hab eine Nüsse voll von den Biber. Und das dann? Ich was auch jetzt mal vor Hirot. Du vor Hirot? Oh, der hat mich untenrum als so eine Weihnachtsgans. Ja, mein ganzes Geld hast du durchmacht. Und hast du mir letztes Set auch noch alle, dann hast du mir gut schmecken. Und dann bist du auf der Straße gelandet? Und dann war's nicht das Schlechteste. Denn da hab ich das erste Mal echte Freunde gefunden. Ja, ja. Und nur wirst du für eine Viva nichts mehr wetten, ne? Ich kann es verstehen. Und wenn? Ja, dann muss da ein ganz besonderer Maike kommen. So! Oh! Gott, ne? Da war schon ein Bach. Oh, Gott. Hast du nichts in der Arme? Nee, ja, ich bin doch froh, wie ein Trecker jetzt. Das muss ich mich selbst noch für den Plo spannen. So, hier ist der Müll. Kurbelbomben mit Schinken und Käse und mit Wurste. Ja, ein paar Äpfel habe ich drin, dort. Ja, ein paar Büssen hier, ja. Und dann, ja, das wieder noch. Und dann Leberkäse, der nicht Kuchen packt. Aber wo ist denn dann noch? Ah, da ist der Kieke hier. Da. Oh, ja. Oh. 11.2017 steht da oben. Das ist mein Uli, natürlich. Ja, ja, das ist dann aber einfach ehrlich. Wo ist dein guter Braun? Ja, ja. So, und letzte Batterie. So. Wie gucken am Wettbracht hier. Das ist die letzte Ausgabe von den Dörte Ninus. Ja. Jetzt den Laden Thomas, wisst ihr mal, ne? Wo die den Laden nennen, ne? Ja. Und 25% Rabatt habe ich da abgekriegt. Ja. Aber eine siebende Kläfte Samen. Wie die siebende Kläfte Samen. Ich kann doch gar nicht wissen. Lass es sehen. Oh, ja. Ja, tatsächlich. Aber. Ah. Das ist bloß die Erdbeermarmelade von der Ingrid Albert. Da ist wieder so ein Bettchen abkleckern. Ja, und wo ist der Schnaps? Ja, hier, genau. Ja, hier. Oh, oh. Und dann so und so. Und so seht ihr da ihr Land gewinnt, ne? Aber verstorben kann ich das ja immer noch nicht, ne? Ja. Danke, Eginhard. Ja. Das war Geld wie die nie. Ja, das will ich auch kommen. Ja. Und den Playboy, den kriegst du von einem Wehrtrügel. Ja, ja. Ja.
Der brauchst mich nicht mehr bringen. Ich geb dir jetzt nach Dresden. Alle, die dort mit was zu tun habt, seid hier auf den Hof kommen.
Ja, und wer soll das dann als wessen? Ich als Hauptverdächtige. Ohne Freundin, die Magd von Maishoff. Ja. Ohne Dolf, den Knecht. Ohne ja. Tochter. Und ohne Zukünftigen natürlich auch, ja. Ne? Und die Dame, die die Mordanzeige gestellt hat. Das wird ja ein neues Aufgebot. Und wann soll das wessen? Das wäre dann unseren lieben Dorfscheriff, den Uli Schwoi. Oh, den Uli Schwoi? Kennt ihr? Ja, noch nicht. Denn er ist ja erst die Schützenfest ins Amt, ne? Aber ich will ihn auch gar nicht kennenlernen. Wenn ich nicht, dass das ein ganz neues Theater ist, was ihr hier aufführt. Da könnt ihr doch nichts anderes zu senden, dass der Theo-Vater verschwunden ist. Das will ich ja auch gar nicht. Ich bin doch froh, dass Danny hier nicht mehr auftaucht und mir in meine Hochzeit drin braucht. Da helfe ja all das Tatmotiv. Nee, gute Frau. Da bin ich auf dem Holzweg. Ich lieg nie dort hängen. Also, wirst alle pünktlich dort zu den Lokaltermin. Gut gehen. Ja, gut gehen. Mein Gott, nochmal, nur will ich aber wirklich jetzt mal wetten, was mit dem Theo passiert ist, du. Ich nicht. Trari, trara, du passt dich durch. Ja. Der Briefträger, der hat mir die ganze Post so in die Hand gedrückt, ja. Wie der Ehenbrief, da muss ich sogar meinen Kaiser Wilhelm drunter setzen, oh. Ja. Weil er inschrieben ist, ja. Ja, und wann will? Ja, das muss ich das erste instoppen, das ist mein. Ja. Wenn er mir da Dresd geschickt. Oh, ja. So. Gemen. Ja. Walter Schwane. Ohren verstehe. Du bist doch ein Tölz, dann hätt Ortsversteher. So, du lädt erst den Gott erst das Lesen hier. Tu. Gib her. Ja, gut. Todeserklärung. Wird Theobald Freitag amtlich für tot erklärt? Begründung. Der Verstorbene ist seit 20 Jahren nicht mehr gesehen worden. Es gibt keinerlei Hinweise auf seine weitere Existenz. Behördlicherseits bestand 20 Jahre lang keinerlei Kontakt zu dem Vermissten. Auf Antrag seiner Ehefrau Anni Freitag wird daher der Tod des betreffenden Theobald Freitags festgestellt. Als Todesdatum wird der letzte Tag des vorausgegangenen Jahres festgelegt. Ja! Nee, den armen Theo! Wo ist der Tod? Ja, ein bisschen Schock ist das ja nur weil, ne? Aber ich weiß ja, dass er noch lebt. Das beruhigt mich ein bisschen. Ja. Du hast es dann erreicht, warte was. Nun steht die Hochzeit mit den Klingeln nichts mehr in der Regel. Den armen Vater! Ja, den armen Vater! Oh, nee! Und denk mir von der Erde in Gruppen den Günther Schröder an! Welches Enno? Hast du sie noch alle? Ja, wieso? Ja, eine grobe? Ja, ihr braucht doch eine nötige Kraft. Aber Enno, dann ist doch bloß das Papier tot. Und ich muss nur fort den Helmut anrufen und ihm eine gute Nachricht erzählen. Ja. Ja, und wie soll das nur wirken? Es ändert sich nichts. Denn Vater ist nicht dort. Auf tot, auf verschollen, das spielt alles gar keine Rolle mehr. Ja, das ist aber doch ein bisschen Unterschied. Verpuss nicht. Ich bewirtschafte nur den Hof, Mutter traut den Helmut und trägt Tuem. Ja, und ich? Ich trau das Dresken. Ja, bin du dann halt eh nicht? Ja, natürlich. Und wenn das Dresken den Buren von Maishoff eine Nähe Markt beschafft,
dann wird diese loben. Ja? Wohin dann? Ja, na hierin. Sie trägt dann zu mir oben auf. Ja, und du stellst das Dine Martin. Ja, du ich das? Ja, natürlich. Ja, sag es mal, willst du dann die ganze Arbeit hier alleine tun? Ja, da ist natürlich ein Argument. Aber bock, wie leber erst das ab, wie das hier also wieder geht. Ja, ja, ich weiß doch nicht. Oh, den Vater! Oh Gott, den Buhr! Ja, Enno, warum bist du denn so verschrocken? Du weißt doch, dass ich jede Welke vorbeikomme, um mir was zu essen und zu trinken zu holen. Du versorgst die hier wie uns mit Essen und Trinken? Ja, also sieht ein paar Welke. Ja, aber nur ist Schluss. Ha. Die Rosi hat endgültig aufgehoben, noch mich zu sögen. Ja, für die Rosi hast du die verstopft. Ja, ich glaube, dass sie nur endlich abhauen ist. Ja, nur brauchst du sowieso keine Angst mehr, Tim. Warum das dann nicht? Weil der Bur sieht von morgen tot ist. Hat doch kein Umtüch. Das ist kein Dummtüch, du bist tot, Buhr, als ich lässt es Noah. Ich glaube, du hast im endgültig erwischt. Ist du Fieber? Oh nee, Vater, du hast mal was dran. Den Mode hat die für tot verklören lassen. Ja, du bist ja schließlich 20 Jahre verschollen, West. Aber so weht doch, dass ich noch lebe. Ja, denn andere hat es erstellt, bevor sie wusste, dass du noch lebst. Ja, das dürt ja so lange. Dann hat es ja den Antrag, wer drüge nehmen muss. Sie kann mich noch nicht für tot erklären loben, wenn ich hier quietschle, wenn ich rumdanze. Das wird nur alles nicht so einfach, mein Leben, Theo. Ja, du lebst nicht mehr. Du hast keine Rechte mehr. Ja, du bist nichts mehr. Ja, ja, ein Furz im Wind. Nächten. Und dann... Ach, recht, die Aff. So, das lerne ich mir nicht gefallen. Und dann merkt ihr so eure Kripo-Beamte in irgendeinem Lokaltermin. Ha. Und ich sag noch nicht, dass die Wohnlokale dann überhaupt stattfinden. So lange wie die Leiche nicht gefunden ist, ist hier jeder als Mörder verdächtig. Ja, okay, das ganze Publikum. Hänsel, schlutte der Handtuch und die Fenstertuch. Hier kommt nichts mehr gut. Ist das wirklich wahr? Denn Theobald ist amtlich tot. Da steht ja. Ja, einen lebendigen Toten. No, hast du erreicht, was du immer wusst. Ja, no kannst du mir eine hier holen. Aber eins vertelle ich dir. So einfach mag ich die das nicht. Ich kann noch das Amt geben, nur Walter Schwan und meld mich, wer leben drücke. So. Jo, dann lässt sich der Anni erst bescheiden. Das hatte sie für den Fall, dass du wer drücke kümmst. Das wird nicht so einfach, weil ich will Utat Ball singen. Der ganze Chor ist total in den Dritte führt. Ah, du ein Portebühl. Meine Chor, der steht auch da in der Schoppe im Stall. Und außerdem, ich trau nach Dresden. Nee, Vater, ich sech die. Das ist alles schön ganz kompliziert. Ich sech die. Sie ist auch total verliebt in den Helmut, die Mutter. Ja, aber das musst du auch verstehen. Du hast sie für 20 Jahre sitten lassen. Da kannst du nun nicht verwochen, dass sie hier sitzt und Dümkes dreht. Ja, dann hat sie schließlich ja lange genug gemacht. Und du gönn ihr doch, dass sie endlich glücklich wird.
Glücklich? Deine Haarepampe, du? Glücklich, dann kannst du auch mit mir werden. Oh, nee, Vater, mit dir kannst du das doch nicht. Du bist ja doof. Voll du dich doch gut. Ich hab noch genug Leben in den Buchsen. Ja. Ja, ja, und da lächelt der Anni. Und großen Wertdruck, da kann ich mich glöfen. Doch, da du nur für tot erklärt worden bist. Ja, da kannst du nur trauen, wel sie will. Und ich glöf, es nützt nix, sich tot häng zu stellen. Ja, wenn sie die nicht mehr haben will, ja, dann ist das so. Ja, alles doch lieber eine Rosi nehmen soll. Die Rosi? Da geh ich doch lieber in Kloster. Und wenn das hier im Game wahrscheinlich erst 50, in 50 Jahren fertig wird, ne? Passt schon lieber. Ich geh noch ins Rind oder Bursfrau. Ja, wie seht uns später nochmal? Ja, 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 ja. Ihr habt alle gebraten. Ja, wo soll ich da denn? In mein eigenes Haus will man mich nicht mehr haben. Ja, ja, da gab ich doch beide mehr auf Tippeltour. Es war doch immer ganz lustig mit uns beiden. Ja, da hast du recht. Aber Kalle, ob das Strote, da wollte ich doch eigentlich nicht old werden. Ekle, mir fällt da mal was in. Ich hab da also eine Idee. Ja, dann können die Bellen ja wer wie mir und der Dacki in den Hühnerstall hinlegen, ne? Alwer in Hühnerstall? Ja. Ja, im Moment ist das mal eine beste Lösung. Ja, komm an, Theo, ja, lass uns da Bomben gehen. Ja, ja, ja. Alles klar, aber du eine Schoppendür. Aber der Hühner hier klart eigentlich noch mal. Ja, ja, danke auch, Mehmet. Und ich geh nur erst ins Ring und frag meinen zukünftigen Vater, wo sein Sohn in euren Kissemann steckt. Dann hat er sich allein nicht mehr wie Mimelt. Ich bin doch die Dame, die die Mordanzeige gestellt hat. Ja. Für ein paar Wege, aber was glaubt ihr, was ich rundfunden habe? Ja, was dann? Da bin ich gespannt. Denn Theo lebt. Was? Den Toten lebt? Ich wollte gerade den Löder Datum senden von dem Lokaltermin, wo den Kommissar kommen wollte, um den Mord aufzuklären. Ich bin übrigens aufgeladen. Ich? Warum denn ich? Ich hab doch damit nichts zu tun. Ja, ich hab doch behauptet, dass der Theo Falter tot gemacht worden ist. Behauptet hab ich das nicht. Vermutet hab ich es. Ja, und nun behauptet ihr, dass der noch lebt. Stell du es vor. Ich hab beobachtet, wie hier mit seinen Kompagnon hier im Tuss schlecken ist und sich mit Essen und Trinken versorgt hat. Und da hab ich mir gedacht, dass den Kerl sich irgendwo verstoppt hat und bin den zwei nachlaufen. Und was glöf ich? Ja, was dann? Da bin ich jetzt gespannt. In der Yachthütte, achter Jansson in Sternbusch, hab die zwei sich verstoppt. Und von Tage sind die zwei hier schon Hof kommen und nicht mehr trügelopen. Sie müssen hier irgendwo auf den Hof wessen. Wenn das stimmt, dann was ohne Anzeige ja völlig unter Luft retten. Aber berechtigt, das müsst ihr zugeben. Ich weiß aber nicht, ob den Kommissar das auch so sieht. Was soll das dann heten? Seht lieber zu, dass ihr den Vermissten noch kriegt. Ihr seid gefälligst ihn Versprechen hinholen und mich hier holen. Ja, ach, ich allwehr. Ja, ich allwehr. Wie ich gerade gehört habe, lebt ohne Mann noch. Ne, das kann gar nicht wissen. Ich habe gerade erfahren, dass mein Kerl tot ist. Will ihr es schriftlich haben? He ist wirklich tot, ja? Das ist ja schrecklich. Boah. Vorhin habe ich ihn noch hier auf den Hof kommen sehen.
No ist ja bald klar, dass bloß sie ne Ehefrau im Himmel gebracht haben kann. Hallo, Trüge mit Sockeverdächtigungen. Oder, hey, was ist? Ja, sicher, den Casanova was ist. Nur hört doch endlich um mit ohne Anschuldigungen. Hey, war schon noch gerade hier oben auf? Da haben wir doch noch sehen. Ja, richtig. Ja, kann ich dann wohl mit emporten? Da, dann müll ich in eine Schoppe. Bis unter Dachgorn. Oma. Bitte sehr. Dankeschön. Ich hätte doch nicht im Sitzeweg lang auf die Lohle. Ich will ihn sehen. Hast du noch endlich mit dem Burenbroten tun? Wieso, da freue ich ihn damit. Ja, ich bin doch aber aus Fäde. Ach so, ja. Ach, du willst doch, weil er will mich nicht eher gorn lauten, als dass ich in der Nähe Markt beschafft habe. Oh, das ist aber auch eine Sturenkopf, der Mäßruhe. Ja, oder den hatte noch eine andere Idee. Du drückst einfach mit auf den Maishof und kannst dann wie immer abheben. Nee, unmöglich. Mein ganzes Leben war ich hier auf Düssenhof. Nee. Ich kann doch nur die arme Lissi nicht in Stecke lorten, Jungmoff. Nee. Du musst Tobi trinken. Und außerdem hätte die Lissi auch sogar ein paar neue Stoffe versprochen. Bom, und der Dack. Oh, sogar eine Kinderkammer ist doch wie, jo. Jo. Was sagt da nur dein Bursägen? Ach, die sögt ja einfach eine Nähe, Ma. Wie könntet ihr eine Burenbravo setzen? Rotri? Im Wetenblatt. Im Wetenblatt, in Stadtanzeiger, Boxke Zeitung, so ist eine Bildzeitung. Nix erwolken, nix, gar nichts. Oh. Diese Polizistin ist wahrlich nervtötend. Sie belabert Theo mit ihrer unnützen Fragen und lass mich nicht dort tüsken. Was meckt die olle Schräpe dann alle hier? Guten Tag, Fräulein Hosi. Ich glaube, ich gebe ab. Ich glaube, hier wo gar nicht leb. Das weet ich doch. Aber hier wollen können wir ja trotzdem. Schließlich hätte ich mir das mal versprochen. Ach, versprochen. Solange denn ein Ogo, ob sie eine Frau, Brüllt, ne? Heft den Löttern, sie kann sich ja nicht scheiden. So, hätt ihr recht. Ich geb up. Es sei sich ja noch bei einem anderen Kerl finden lassen, ne? Oder sind denn da nicht vielleicht eh hier im Publikum? Ja. Ist doch genug Zeit. Ja, aber dann. Wollt du dann eigentlich das Leben so in Upland? Das könnte ich mir ganz mal vorstellen. Ich liebe Tiere. Ja. Ob denn Maishof? Ja, da gibt es Kühe, Schweine, Pferde, Ziegen, Hühner. Wieso ob denn Maishof? Ja, na ja, den Buhr, den hüllt er die ganzen Tiere, ne? Und was hält das mit mir zu tun? Na ja, ist euch noch eine Nähe Macht. Kippe den auf den Hof. Ich wollte mir doch mal nicht als Markt verschaffern. Nee, nicht bloß wo als Markt, den Posten von dem Obermarkt, den wird doch sehen. Kippe den auf den Hof auf einen Kerl? Ja, natürlich gibt es denn noch eine Kerl, denn du bist doch eine Kerl. Verheiratet? Ja. Ist kein Kerl? Ja, doch, lass es aber läng. Da ist noch der Knecht für den Schworen arbeiten. Verheiratet? Ja.
Ich glaub, der Posten von der Obermarkt ist nix für mich. Oh. Ja, dieser Kripo-Tussi, die fragt sich die Löcher im Bug. Ja, wenn man für die Mie löchert, ja, da will ich lieber abhauen. Wie die Watt berühst du erstes, trinkst du erstes Ede, ne? Da wird auch mehr ein Bett gebeten, ne? Oh, das ist ein Guten. Was magst du denn eigentlich so? So, die ganze Zeit so. Ja, aber was soll ich da so machen? Ja, ich wandere so über das Land. Immer auf Wanderschaft? Ah. Da erlebt man bald voll, oder? Ja, da erlebt man voll. Ja, mit dem Theo, da hatte ich voll Spaß auf unsere Tippeltouren. Warum das? Aber das ist nur für mich. Warum das dann? Ja, ich will nicht mehr auf Wanderschaft gehen. Ich will hier bleiben. Ich will hier auf den Hof bleiben? Ich glaube, weil. Na, dann muss ich nur etwas alleine wieder trecken. Hab ich dann noch nie darüber nachgedacht? Vielleicht auch gesesshaft zu werden. Ja, ab und zu denke ich da dran. Aber wo soll ich dann hin? Ja, Familie hab ich keine. Hey, könnt ihr doch noch mal gründen. Ja, ja, sieht schon, dass sich keine Frau mehr für mich interessiert. Ach, da hab ich eine guten Rot verdiene. Sehr guten Rot sogar. Du musst die einfach nur nackig machen. Enno, das klappt nicht für jeden. Oh, mit dir wird aber ganz gut funktionieren. Es sei doch für so einen attraktiven Kerl nicht schwor, wessen eine Frau zu finden. Oh, meine Tippeltouren, da kann ich keine Frau buchen. Aber wenn ihr doch sesshaft werden würdet? Ja, dann durch drüber nachdenken. Oh, ihr habt doch ganz sicher irgendwie einen Beruf, oder? Beruf? Ja, mal dit, mal dat. Ja, wenn man so nimmt. Na, eigentlich gar keine. Genau das Richtige, um eine Stallute misten. Wenn es der Obermarkt befehlt. Kann ich doch gut entnehmen, dass ich den Job als Obermarkt annehme? Dann könnte ich mal versuchen. Aber schlimmer als achter an Tresen zu stehen, kann ich ja auch nicht wissen. Und könnt ihr euch vorstellen, den Stallhut zu messen wie Mais oben hoch? Ja, ich hab mal so voll belebt. Ja, da könnte ich mir so einiges vorstellen. Herr Kalle, ja. Wohl ganz direkt fragt. Ja. Kann ich mir vorstellen, wie hier wohnt? Ja, was? Oh, wie hier wohnt? Ja, ich bin aber direkt mit ohne Fragen. Ich hab doch jetzt eine gute Idee. Ich geh morgen jetzt oben Maishof und kick du alles an. Und dann könnt ihr immer noch überlegen. Ja, ich bin sicher, dass du da gefüllt. Ne, et Mundbudor gefallen, damit der Dresden endlich Tomi trinken kann. Was dann? Ohne Glück hängt davon ab, dass mir den Maishof gefüllt? Ja, und dass ich die Stelle als Obermarkter übernimmt. Aber nur, wenn Kalle den Stallbursche spült. Ja, Kalle, ja, warum bist du ein Affauer? Weil mir diese Kripo-Tussi um die Eier ging. Für unzivilisierte Unterdrücke. Ja, sie ist mir einfach um die Nerven gegangen. Ja, und mich erst. Ich bin für er überhaupt nicht mehr da, sechste. Ich bin ja tot. Und als ich gesagt habe, dass ich hier doch quietschlebendig für er stehe, da hört sie mich meine Todesverklärung da unter der Nüsse und meint, ja, seht doch selbst. Auf jeden Fall, sechs, nen Theo bald Freitag, denn Gift nicht mehr. Ich kann keine Rente mehr beantragen. Ich kann keine Kinder mehr haben.
ich kann kein Schützenkönig mehr werden. Ja, stell du was vor. Wirklich? Ja, denn Enno hat mir rufen, ich soll ja fahren. Ich hoffe, bist du aber 60 Jahre weiter froh. Ja, jetzt muss ich sagen, ja, du riechst aber schon ganz gut, ne? Ja, ich bin 6 Wege gelatet hier. Könner, ich glaube, in 60 Jahren dürfst du noch mal wiederkommen. Ruhe, Ruhe, sanft. Der ist gar nicht so tot, ne? Rico, ja, und Gott, ja. Auf jeden Fall, ich könnte kein Schützenkönig mehr werden und nicht jetzt mal in Borken. Und ich könnte auch keine Frau mehr haben. Dann könntest du mir auch nicht mehr hieroden? Ja, bist du dann mit einem Doden vor hierod besser? Nee, einen lebendigen Kerl, was mir erlebe. Das verstehe ich ja nur nicht. Ja, du bist doch nicht mehr mit mir auf die Beleidigung. Ja, da hast du recht. Ich geh nur und schnimm mir ein Bord ab. Und dann ist es gut mit das Leben auf der Straße. Ja, du kannst ja mich nicht wegen wieder tippeln, wenn es dir Spaß macht. Nö, ich löb mir nur einen richtigen Bord lassen. Damit die Kühe ohne Respekt für mich riecht. So verstehe ich gar nichts mehr. Ich verstört mal. So, ich geh da noch. Ich muss mein Chef noch vertellen, dass der Lokaltermin ausfallen muss, nur wo der Mord aufgeklärt ist. Es gibt doch gar keinen Mord. Eben. Oh, wahrscheinlich war es besser, wenn es einen Mord gegeben hatte. Aber Vater, du brauchst doch diesen dummen Tüch. Die geht doch gut. Ja, wie soll es mir dann gut gehen, wenn ich überhaupt nicht mehr da bin? Ja, ich bin nix, Luft, nen doden Kerl. Ah, damit wir die Welle lebendig machen. Tja, wie soll das dann gehen? Immer tot, immer tot. Ja, ihr habt alle gut Braten hier. Ja, den Kalle, den hebt sie ne Schräpe. Den Tresken und den Enno. Ja, ach, die beiden sind auch noch da. Den Hund kriegt die Katze. Ja, den Bären, den Kuchen, diese Betty. Und ich? Was wird und mi? Ruhe. Das steht doch noch eine. Bitte, mit Theobald Freitag? Ja. Den haut er sofort wieder ab, wenn brenzlig wird, um Gottes Willen. Der ist vor der Wurst von ihr. So schrecklich bin ich doch auch nicht, dass man so gau abhauen muss, oder? Nee, Vater, wirklich nicht. Für die wird ich auch noch mal eine finden. Du bist erst jetzt für mich auf dem Hof ja. Und kannst für mich wieder Arbeit helfen, ja. Wenn die Mutter auf den Klinglauf trägt. Ja, und dann ist halt Wolle, nicht wahr, meine Liebe? Ja, aber ich kann mich bloß so schlecht hier von dem Hof trennen. Ja, aber du kannst doch auch wie mich glücklich werden. Und ich kann die hier gut verdrehen. Ja, ja aber was wird und mich? Na, Theobald Freitag ist tot. Ja, dann mag wie die Elbe lebendig. Wo war's dann mit Johann Mondach? Lenier nahm Lissi, du, der ist mir als Schwiegertochter gut gefallen. Hm.
im Klo getköpken, ist wie dein Klingler immer willkommen. Ha, da brauchen die Lebe erst ab, was die in Sönde tosen. Und wie Sonn leben und meut, Maiken. Ja, da kann ja, ich ja bloß... Da kann ich doch bloß ja sehen. Ja. Da seh ich auch. Und ich gönne die Lissi. Ja, ja, ja. Friede, Freude, Pannekuchen. Denn Johann Monach ist tot und ich bin auf No. Ach so, denn Theobald Schneider ist tot. Und ich bin auf No, Johann Monach. Und du bleibst nur hier wie mir auf den Hof. Ja, Lissi. Da hab ich doch noch eine viel bessere Idee. Als Johann Monach könnte ich doch bald Anni wäre hier und noch... Oh!